Royal Union Saint-Gilloise, so in etwa sollte man die Mannschaft aussprechen. Ihr wisst, wovon ich spreche. Hoffe ich doch zumindest. Wenn nicht, gibt's hier ganz kurz die Aufklärung. Aufsteiger in der zweiten belgischen Liga, ja, in die erste, in die Pro Jupiter League. Und da sind sie aktuell auf Platz 1, haben bis zu 10 Punkte Vorsprung, je nachdem, wie sie halt auch heute live spielen. Sie könnten den Vorsprung weiter ausbauen, haben sich intern sogar geschworen, dass sie bis zum Ende alle dem Verein enthalten bleiben. Wir kennen alle Dennis Undaff, ja, von Meppen. Dritte Liga dorthin, jetzt wechselt er zu Brighton Hove Albion, das Ganze aber erst zum nächsten Jahr. Noch ist er bei Saint-Gaulois. Ja, und die könnten da tatsächlich für Geschichte schreiben. Die könnten in die Champions League, die könnten Meister werden in Belgien. Eine absolut geile Geschichte, die wir auch hier jetzt als FIFA 22 Spill to Glory auf jeden Fall bringen wollen. Jetzt im Anschluss ist es dann also soweit. Ich habe mich rangesetzt, das Video wird ultra geil. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert sehr, sehr gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Um nichts mehr zu verpassen, also wirklich gar nichts mehr, könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und den Namen habe ich euch hier irgendwo auch in der Ecke eingeblendet. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein. Die Facecam verschwindet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Hier sind wir dann also angekommen in einer ganz neuen Sprint to Glory. Das Ganze in der Pro League in Belgien. In der ersten Liga mit folgender Mannschaft. Und dabei sind eigentlich, ja, viele bekannte Gesichter mittlerweile dabei. Das war zu Beginn nicht so. Welchen Spieler man aber auf jeden Fall kannte, war Dennis Undaff. Der ehemalige Spieler aus Meppen in der dritten Liga, der jetzt zu Brighton Hove Albion festgewechselt ist. Das Ganze allerdings erst für die nächste Saison. Ist also noch für die Rückrunde und für uns, für dieses ganze Jahr bei uns verliehen, soll uns also nach ganz, ganz oben schießen, zumindest für diese eine Spielzeit. In der Realität ist der Aufsteiger auf Platz 1 mit, ich glaube, aktuell 10 Punkten Vorsprung auf Royal Antwerpen. Es könnte also das ganz große Wunder geben. Und genau dieses Wunder wollen wir hier auch schaffen. Allerdings natürlich Saison für Saison, denn wir sehen anhand der ersten 6 Spiele mit nur 6 Punkten, dass das nicht gleich funktioniert nach dem Aufstieg. Die Rede ist übrigens von Royal Union Saint-Gilloise. Wie auch immer man das richtig ausspricht, im Laufe dieser SDG einigen wir uns einfach auf Union. Ja, ich sag einfach Union, denn der Rest ist mir ehrlich gesagt zu kompliziert. Spricht man das französisch aus? Spricht man das anders aus? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber das auf jeden Fall mal zu dem Thema. Ich hoffe, ihr kennt dieses Team. Es gibt auch eine richtig geile Reportage auf YouTube. Checkt das sehr, sehr gerne mal ab. Jetzt aber checken wir erstmal ab, welche Spieler zu uns gekommen sind. Noah Mbamba kam hier für 1,2 Millionen, 16 Jahre jung. Der hat ein 88er Potenzial von Club Brügge. Dann haben wir Xavi Simmons geholt für 1,7, Moukoko für 2,2, dafür im Tausch noch Lapuzin dazugegeben. Ist, denke ich, ganz in Ordnung. Navarro kam für 3,25, Van der Voort für 2,5 im Tausch mit Maurice, das war der vorherige Keeper Nummer 1 und wir haben noch Maton Dardai geholt für 4,1 Millionen, also ein paar bekannte Gesichter sind auf jeden Fall dabei. Wir hatten von vornherein tatsächlich nur 1,9 Millionen, im Vorbereitungsturnier sind wir dann aber verhältnismäßig weit gekommen, konnten dementsprechend auch durch Verkäufe, die wir hier im Hintergrund sehen, unglaublich viel Geld generieren, sodass wir die Mannschaft natürlich qualitativ in allererster Linie nicht unbedingt jetzt verbessert haben, aber gerade für die Zukunft ganz, ganz wichtige Grundlagen geschaffen haben, denn im nächsten Jahr müssen wir ohne Mitoma und Undaff auskommen, die beide nur ausgeliehen sind. Das alleine sind Positionen, die wir direkt im neuen Jahr dann auch wieder kompensieren müssen. Ihr merkt also, die Entwicklung, die wird vermutlich zu Beginn ganz langsam gehen. Was aber jetzt für uns erstmal zweitrangig ist, denn wir gehen jetzt an den 1. Januar. Ich werde noch einen Jugendscout engagieren, den rausschicken, wenn ich es nicht schon getan habe und dann schauen wir am 1. Januar, wie die Hinrunde verlaufen ist. Gucken wir ganz kurz also in die Wintertransferphase und wir sehen, wir haben ein 100er Manager-Rating, das man so eigentlich wirklich nicht ganz so häufig hat. In FIFA 22 wieder ein bisschen öfter. Wir haben 32 Punkte nach 21 Spielen. Wir stehen auf Platz 6 und eventuell wird es ja tatsächlich was mit Europa. Es ist ja auch in Belgien so, es gibt die reguläre Saison und dann spielen die Top 6 oder wie auch immer noch in einer Meisterschaftssaison und da wollen wir hin. Vielleicht schaffen wir das, ja? Gucken wir einfach mal, lassen wir uns überraschen. Wir sehen nämlich auch ganz viele Teams, die gleich auf mit uns sind. Es ist also ein enger Kampf, aber wir können absolut zufrieden mit dieser ersten Hinrunde sein. Die erste Saison ist also zu Ende. Wir blicken zurück. Juni, Manager Rating ist noch immer super. Wir waren hier unter den Top 4. Dann läuft das quasi so, dass wir davor schon Vierter geworden sind mit 59 Punkten. Das ist richtig gut. Und dann auch hier Vierter. Ja gut, da haben wir dann natürlich gegen die Creme de la Creme gespielt. Hier unten sind dann noch die anderen mit dabei. Können die uns überholen? Ja, da spielt dann halt der Erste. Jetzt in dem Fall KRC Genk, vermutlich dann auch international. Aber vielleicht auch wir, gerade für die Conference League. Ich weiß es nicht. Wir gucken aber einfach jetzt mal der Reihe nach durch. Hier gewinnt Club Brügge den Rocky Cup. Für uns war Endstation im Halbfinale gegen den KRC Genk. Die anderen Dinge sind für uns eigentlich ehrlich gesagt unwichtig. Was noch wichtig ist, in der Wintertransferphase hat uns ein Spieler verlassen. Da ich aber gerade am Telefon war, konnte ich euch das nicht mitteilen. Es war einmal hier Russ, der gegangen ist und Nivkup. Ja, der hatte eine Freigabesumme, die hatte ich aber erhöht. 6 Millionen ist gut und dafür kam dann hier Tanguy Nianzou vom FC Bayern München. Somit ist eine weitere Position bei uns richtig stark. Und auf Mitoma, ich würde sie gerne halten. Die zwei gehen und die zwei müssen wir auch für die kommende Spielzeit kompensieren. Und ob das funktioniert hat, das sehen wir gleich. Und schon haben wir die Transferphase hinter uns bringen können.
Rennen und ich glaube, es ist ganz gut gelaufen. Das Manager-Rating ist super. Wir haben 16 Punkte nach 6 Spielen. Guckt euch das mal an hier. Wir haben alles gewonnen, außer gegen den KV Ostende. Ansonsten haben wir wirklich hier alles geholt. Wir waren auch im Finale vom Vorbereitungsturnier. Aber natürlich waren da noch nicht die ganz großen Kaliber mit dabei. Trotzdem nimmt man das definitiv mit. Ein bisschen Geld haben wir noch, um gleich auch den Jugendscout noch mal rauszuschicken. Wir haben auch nur einen Spieler geholt mit Nico Williams für 13 Millionen, der sich bereits verbessert hatte. Und das ist dann auch wieder ein Transfer, der uns weiterbringt. Denn wir konnten die Abgänge aus den eigenen Reihen kompensieren. Zumindest ein Platz davon. Denn Petit hier vorne drin, der ist vom Anfangs-Jugend-Scout-Bericht, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich kann euch nicht sagen, warum der nicht gekickt hat als Innenverteidiger. Der braucht zwar ein paar Wochen als Stürmer, aber es ist überschaubar. Dementsprechend bleibt der da. Williams ist links und damit haben wir dann natürlich den Japaner und auch Dennis unter 4 mit kompensiert. Sieht richtig gut aus. Die Mannschaft nimmt immer mehr an Fahrt auf. Ich bin absolut zufrieden und jetzt heißt es hier, ein Bamba noch hoch. Dann haben wir sogar die 70 plus im Kollektiv. Wer hätte das gedacht nach einer Saison? Was mir gerade auffällt, kurz vor der Wintertransferphase, wir hatten doch gar keine Spiele in Richtung Europa. Und das, obwohl wir eigentlich so ein grünes Zeichen vorne dran hatten in der Tabelle mit Position 4. Ja, keine Ahnung. Wir werden es ja dann im Laufe der Saison sehen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz zurück, wie es bis hierhin gelaufen ist. Und wir stehen auf Platz 2, kämpfen mit um die Meisterschaft und schaffen eventuell doch ziemlich früh das Wunder, weil die Mannschaft sich halt auch immer mehr verbessert. Es ist wirklich richtig, richtig stark. Ich kann mich nicht beschweren. Ich will aber auch gar nicht so viel Zeit verplempern und ich will direkt ans Ende der Saison, wo wir dann wirklich offiziell auch mit der Meisterschafts- und Playoffs-Runde nächstes Jahr international spielen können. Das ist es dann also. Die zweite Spielzeit ist zu Ende und wir sind offiziell belgischer Meister. Kann man das da mittlerweile festhalten? Ja, hier 82 Punkte, reguläre Saison. Und dann ging es also in die Playoffs, wo die Punkte, glaube ich, geteilt werden und dann im Notfall abgerundet oder aufgerundet, je nachdem. Und dann geht es nochmal weiter und dann spielt man nochmal gegen jeden von diesen 4, beziehungsweise natürlich 3 in einem Hin- und in einem Rückspiel. Und wir können, glaube ich, jetzt offiziell sagen, wir sind Meister in Belgien. So würde ich das zumindest jetzt mal interpretieren. Brügge holt erneut auf jeden Fall den belgischen Pokal und wir dürften nächstes Jahr international spielen mit Williams, Navarro und Moukoko und auch Van de Voort, die bereits ein 80er Rating haben. Wir hatten im dritten Jahr weniger Geld als zuvor und das, obwohl wir Meister geworden sind. Es hat aber für 2 Neuzugänge gereicht. Levy Colwill 8,2 Millionen und Mohamed Ali Joe 8,5, hier einmal auch her und einmal vom FC Chelsea. Wir haben das eigentlich ganz gut investieren können. Verkauft haben wir wieder mal niemand. Unser Kader ist nämlich auch ziemlich klein. Ihr merkt jetzt auch beide Neuzugänge. Erstmal nur auf der Bank, weil Bamba bekommt auch mal die Chance. Und vorne drin ist Petit umtrainiert mittlerweile als Stürmer. Haben wir also in der Kaderbreite was gemacht. Ist für uns ja gut. International gab es für uns keine Qualifikationsspiele. Es ist also direkt die Champions League. Und dort treffen wir auf Schachtjo Donetsk, auf Inter Mailand und zu guter Letzt auf den FC Bayern München. Es ist eine Mördergruppe. Und ich denke, mit 4 Punkten brauchen wir da nicht rechnen. Auch wenn unsere Mannschaft sich eigentlich nicht verstecken braucht. In der Champions League blicken wir ja im Kalender zurück auf die gespielten Partien. Wir haben hier verloren gegen Schachtjo, unentschieden gegen Inter, dann gegen Bayern gewonnen. Aber das Hinspiel nur. Ja, das Rückspiel dann leider wieder verloren. Schachtjo 3-0 geschlagen und hier nochmal verloren gegen Inter. In der Liga auf Platz 1, also wir entwickeln uns so langsam aber sicher tatsächlich zur absoluten Top-Mannschaft hier in Belgien. Vielleicht sind wir sogar schon das mitstärkste Team. Groggy Cup sind wir nicht mehr mit dabei, sind schon ziemlich früh raus gegen Serraing, das Ganze in Runde 1. Und jetzt bin ich gespannt, in der Champions League haben wir insgesamt 7 Punkte geholt, damit vor Schachtjo Donetsk und wir gehen weiter international unseren Weg, wenn auch nur in der Europa League, aber das hätte ich in dieser Gruppe niemals für möglich gehalten. Platz 3, Vorrunde in der Europa League gegen Celtic und wir gucken natürlich dann am Ende der dritten Spielzeit drauf, ob wir vielleicht A, wieder die Meisterschaft klar machen können und B, ob wir vielleicht auch in der Europa League noch die ein oder andere Runde überstehen. Die Saison ist vorbei, die dritte Spielzeit, das erste Mal international. Wir haben nur ein 55er Manager Rating und das sind auch unsere Punkte in der Meisterschaftsrunde. Da haben wir nämlich alles gewonnen gegen Genk, Anderlecht und Brügge. Wir sind das beste Team in Belgien, das steht mittlerweile fest, würde ich jetzt zumindest mal so behaupten. Wir holen die Meisterschaft erneut, aber anscheinend hat der Vorstand jetzt wirklich lackgesoffen und hat ganz andere, Intention. Wir haben noch 3-0 gegen Celtic gewonnen, dann 3-2 verloren gegen Sociedad, aber ganz ehrlich, die waren im Finale und haben das, glaube ich, sogar gewonnen. Da kann man sich doch nicht beschweren. Wir haben eine geile Mannschaft und der Vorstand soll sich jetzt mal zusammenreißen, weil uns hier in Frage zu stellen, ist für mich eine absolute Frechheit. Da sind wir wieder auf Platz 1, ohne eine einzige Niederlage, 5 Siege, ein Unentschieden nach den ersten 6 Partien und wir haben wieder ein bisschen was gemacht in der Mannschaft. Ja, allerdings ein Bamba, Simmons noch immer unter einer 80. Ich meine, ich hatte vorher mal gesagt, wir hätten die 80 plus,
Ja, vielleicht habe ich da auch einfach irgendeinen Quatsch geredet. Also nicht vielleicht, ich habe einen Quatsch geredet. 32,5 Millionen und hier Puertas im Tausch, das Ganze für Nico und Nicolo Rovea. Ganz langsam. Dann haben wir Broja geholt für 47, Zakarian ebenfalls 47 und vom freien Markt kam Früchtel, Dayaku, Nmecha, Doucouré und auch Tempelmann. Einfach nur für die Kaderbreite, weil so viele Spieler den Verein dann auch verlassen haben. Es ist eine unfassbare Mannschaft. Dieser Nico Williams ist eine Maschine, nicht nur in der Realität, sondern auch hier bei uns, denn er ist nicht nur irgendwer, sondern halt einfach der beste Spieler bei uns im Kader aktuell. Das ist Wahnsinn. Die Mannschaft kriegt natürlich wieder auch Entwicklungspläne und darf dann auch nach Europa. Erneut also in die Champions League. Dort treffen wir auf Manchester City. Weiter geht's mit Frankfurt und mit den Rangers. Vielleicht ja auch die Möglichkeit, sogar mal ins Achtelfinale einzuziehen. Mit der Transferphase bleibt es für uns international. Es geht leider nur in die Europa League. Wir gucken also direkt mal drauf. RB Salzburg ist da unser Gegner in der Vorrunde. In der Gruppe sind wir natürlich noch Champions League gewesen. Und wie viele Punkte hatten wir? Wir hatten 6 Punkte nur. Zu oft unentschieden gespielt. Frankfurt und City gehen also weiter. Jetzt heißt es für uns, wir gucken noch ganz kurz auf die Pro League. Da stehen wir auf Platz 1. Gleich auf aber mit dem RSC Anderlecht. Also es ist doch keine so große Machtdemonstration. Nichtsdestotrotz, die Mannschaft verbessert sich. Simmons hat die 80, Mbamba ist auch hoch. Also wir sind auf einem richtig guten Weg. Wir sind ja die beste Mannschaft in Belgien. Das müssen wir halt einfach Jahr für Jahr auf den Platz bringen. Und dann schaffen wir das irgendwann auch international. Jetzt hoffentlich auch ein bisschen weiter in der Europa League als noch im Vorjahr. Denn ansonsten wissen wir ja, was mit dem Manager-Rating passieren kann. Jetzt sind wir wieder am Ende angekommen in dieser Spielzeit. Manager-Rating ist okay, denn wir haben wieder mal die Meisterschaft. 48 Punkte. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 55, weil wir hier alles gewonnen haben. Die Meisterschaftsrunde war aber nicht ganz so gut. Allgemein auch davor oft unentschieden, aber trotzdem haben wir es gepackt. Anderlecht konnte das Tempo nicht mit uns mitgehen. Und es gibt eine Premiere, denn Union gewinnt das erste Mal also hier den Crocky Cup gegen Club Brügge. Jetzt sehen wir auch den ganzen Vereinsnamen ausgeschrieben. Royal Union Saint-Gilloise. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Verbessert mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Gucken wir auf die Champions League. Die holt Paris gegen Inter. Die Europa League geht an Leverkusen. Hier haben wir noch gewonnen 3-2 gegen Salzburg. Dann haben wir gewonnen 2-1 gegen Lille. Und dann 4-1 gegen Bayern verloren. Naja, halb so wild. Kann passieren. Ist eben so. Nimmt man trotzdem mit. Oh mein Gott. Williams 91. Und nächstes Jahr will ich jetzt einfach gucken, dass man Simmons und Bamba vielleicht auf eine 3,84 upgraden kann. Vorausgesetzt, wir nehmen A, viel Geld ein und haben B von vornherein schon ein bisschen mehr. Und dann ist es halt einfach nur ein Selbstläufer. Aber der ist es tatsächlich auch jetzt schon. Scout rausgeschickt, 9 Monate nach Brasilien. Das soll einfach im Hintergrund laufen. Ja, versteht sich sicherlich von selbst. Wir gucken mal ganz kurz, wer den Weg zu uns gefunden hat. Das war Ivan Ilic für 41 Millionen. Auslaufender Vertrag. Und dann hier Josko Gvardiol für 72. War ein bisschen teurer, aber mittlerweile lohnt sich's, weil er hat sich auch schon direkt verbessert um einen Ratingpunkt. Verkauft haben wir aber nicht viel. Paolucci ist gegangen und Xavi Simmons 38,2 Millionen. Bamba noch für 21,8. Wir mussten ein bisschen was machen. Das hat funktioniert. Das im Hintergrund ist jetzt unsere Startelf. Zakarian um 2 hoch, weil er offiziell jetzt im rechten Mittelfeld ist. Es ist eine geile Truppe. Wir haben die 84 plus sogar im Kollektiv. Auf jeder einzelnen Position. Und ihr merkt auch, Trainer des Monats, das ist zwangsläufig irgendwie da. Denn die Mannschaft ist natürlich jetzt auch ein ganz anderes Level. Gerade in Belgien intern. Wir spielen aber noch zu oft unentschieden. Das ist aber nicht so wild, denn wir wollen international jetzt abliefern. Und die 85 plus ist dafür nicht mehr in greifbarer Nähe. Und ihr wisst ja aus Erfahrung, ist das für mich immer so ein bisschen der Wert, der uns dann auch schon automatisch zu einem Favoriten auf den Champions-League-Sieg macht. Aber wenn wir die letzten 3 internationalen Teilnahmen jetzt mal mit ins Boot holen, wissen wir, dass es durchaus erfolgreicher geht. Es war der Real Madrid, weiter mit Dynamo Kiew und mit FK Lissabon. Und am 1. Januar will ich hoffentlich das erste Mal verkünden dürfen, dass wir international in der höchsten internationalen Spielklasse auch überwintern werden. Ich würde euch gerne positive Nachrichten überbringen, aber die gibt es nicht. Wir haben gegen Real verloren, unentschieden Kiew, verloren gegen Benfica, unentschieden dann nochmal Benfica, gewonnen zwar gegen Real und auch gegen Kiew, aber das wird nicht gereicht haben. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. 53 Punkte in der Liga ohne eine einzige Niederlage. Und in der Champions League heißt es hier im Achtelfinale, es ist Benfica und Real Madrid. Ein Punkt, der uns wieder mal davon so ein Stück weit abhält. Es ist einfach nur noch Pech. Ja gut, die Fiorentina wartet in der Europa League, dann müssen wir halt wieder dadurch. Aber das tut dem Team auch gut, so ist es nicht. Aber wir wollen halt irgendwann auch mal Champions League spielen, sonst wird diese SDG nie was. Die Top-Teams allesamt geschlagen, darunter sogar ein 5:0 über das Team von Raja Nainggolan, also Royal Antwerp. Wir haben ein 41er Manager-Rating, ja, ich habe es mir schon beinahe gedacht. Sind natürlich mal wieder mit absolutem Vorsprung hier Meister geworden. Wir gucken mal ganz kurz, was ist das denn hier?
Playoffs, Halbfinale, fragt mich nicht, für was das jetzt plötzlich ist. Also der Pokal ist irgendwie auch komischerweise nicht mehr da. In der Europa League ging der Weg auch wirklich nicht weit für uns. Vorrunden aus gegen die Fiorentina und jetzt ist es halt wirklich einfach nur noch hoffen, dass wir weiter im Traineramt bleiben. Es ist eine Frechheit. Das ist unsere Mannschaft direkt mit Verletzungspech beim Neuzugang. Das wurde mir nicht angezeigt. Also vielleicht hat er sich dann auch erst verletzt, als er bei uns war. Es handelt sich dabei um Dayot Upamecano, 74 Millionen Ablösesumme und Federico Chiesa kam für 147. Wir hatten von vornherein ein bisschen Geld, aber natürlich haben wir auch Spieler verkauft. Zakarian 94,4, Nianzou 84,4. Also, da haben wir gut was eingenommen, haben uns nochmal verbessert, haben uns gewappnet, haben eine bombastische Mannschaft, die jetzt wirklich aber in der Champions League bestehen muss. Ja, da gibt es jetzt auch keine Widerrede. Wir haben Chelsea, wir haben ZSKA Moskau und wir haben Red Bull Salzburg und jetzt wirklich am 1. Januar haben wir das Achtelfinale und dafür setze ich jetzt alles auf eine Karte. Es muss gereicht haben. Wir gehen in den Februar und gucken und ja, wir treffen auf Atletico Madrid und da gehen wir jetzt einfach direkt mal hin. Wir gucken jetzt gar nicht auf die Liga, nicht auf den Pokal, sondern nur auf die Champions League und kurz vorm Spiel gegen die Madrilenen zeige ich euch natürlich dann auch, wie die Gruppenphase verlaufen ist. Das also war die Gruppenphase. Es war wieder ziemlich eng und wir haben auch nur in Anführungszeichen 11 Punkte geholt. Wir sehen die Ergebnisse verloren gegen Chelsea, unentschieden ZSKA. Dann haben wir gewonnen beide Spiele gegen Salzburg, gegen Chelsea unentschieden und 4:0 gegen nochmal erneut ZSKA Moskau. Ja, wir sind aber weiter und das ist das Einzige, was zählt und diese Mannschaft ist in Bestbesetzung bereit für das Hinspielduell gegen Atletico Madrid, wo wir natürlich jetzt gewinnen wollen. Zu Beginn zu Hause, ich würde mich auch mit einem Unentschieden zufrieden geben, aber verlieren ist eigentlich nicht drin. Navarro 1:0 und da haben wir ein bisschen Glück, denn Guiri hat in Minute 2 einen Elfmeter verschossen und damit die große Chance für Atletico in Führung zu gehen. Und das spielt natürlich jetzt uns in die Karten. Estadio Metropolitano, wir wollen einfach nur ins Viertelfinale und das gelingt uns auch. Guiri diesmal mit der Führung wieder ganz, ganz früh die Möglichkeit und diesmal nutzt er sie. Chiesa dreht das Spiel dann aber für uns und wir schlagen Atletico Madrid mit 3:1 in der Gesamtwertung. Ja, und stehen im Viertelfinale. Endlich. Aber trotzdem, ich bin irgendwie immer noch so ein Stück weit nervös, weil ich nicht weiß, inwieweit das weiterläuft. Irgendwie hat es die ganze Zeit nicht so viel Glück für uns gegeben. Und ja, da ist halt mein Bedenken, dass wir die Champions League vielleicht gar nicht gewinnen, weil es einfach nicht funktionieren soll. Also versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Jetzt wartet Chelsea. Also unser ehemaliger Gruppengegner hier, jetzt an der Stamford Bridge zu Beginn auswärts wollen wir gewinnen. Ja, wir wollen Tore erzielen und wir erzielen 2. Wieder einfach der Rückstand, Ansu Fati und dann Moukoko mit einem Doppelpack und damit gewinnen wir das Hinspiel. Gute Ausgangslage. Wir wollen natürlich daheim jetzt ins Halbfinale einziehen und damit natürlich dann auch zu den Top 4 Teams in Europa gehören. Noch aber ist es nicht so weit. Wir müssen erstmal hier vorbei an Chelsea und wir schaffen das im Elfmeterschießen. Wow, ist das eng. Stimmt, die Auswärtstorregel habe ich wieder komplett außer Acht gelassen. Wir verlieren also eigentlich mit einem 1:0. Der Torschütze war hier in der 85. erneut Ansu Fati. Und dann gewinnen wir aber 5:4 im Elfmeterschießen und kommen ganz knapp durch. Wow, durchschnaufen. Das hätte auch durchaus anders ausgehen können. Über Madrid ging es nach London bis jetzt hin zum BVB. Noch aber nicht in Dortmund, sondern zu Beginn erstmal bei uns. Natürlich ist es wieder gleich. Wir wollen nicht verlieren und das gelingt uns mit einem 3:1 deutlich. Moukoko also gegen den ehemaligen Arbeitgeber. Haaland verschießt einen Elfmeter. Chiesa dann mit dem 2:0. Petri und nochmal Moukoko. Für den BVB natürlich keine gute Ausgangslage. Für uns eigentlich eine Tür, die nahezu komplett offen ist. Ja, wir müssen nur noch durchgehen und dann würden wir im Champions-League-Finale stehen. Mal gucken, ob wir es dann auch schaffen. Das Ganze im Signal Iduna Park. Ich gehe doch mal davon aus, dass unser Team auswärts gar keine Probleme hat und dass wir auch im Signal Iduna Park vor der gelben Wand Tore erzielen können. Und wir machen sogar 2. Der BVB allerdings auch. Trotzdem in der Gesamtwertung ein 5:3 für uns. Ja, es ist hier Broja, Petri, Broja, Diop und damit sind wir im Finale angekommen. Ich weiß nicht, in der wievielten Saison wir jetzt aktuell sind. Wir könnten mal ganz kurz durchschauen, wenn wir jetzt gerade schauen. Hier Leverkusen könnte Champions League Finalist Gegner sein. Das ist ja Wahnsinn. Leverkusen, also da rechne ich mit allem, aber nicht mit der Werkself, feiere ich aber. Ja, wir haben hier Saison Nummer 1, Saison 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibt es nicht. Es ist also die 6. Saison, ja, mit hier Union, wo wir jetzt im Champions League Finale stehen und der Gegner ist tatsächlich Leverkusen, die gegen United das Hinspiel mit 2:0 gewonnen haben. Nichtsdestotrotz, was die Werkself davor gemacht hat, das wollen wir natürlich auch wissen. Durch die Live-Simulation bei uns habt ihr ja unseren Werdegang mitverfolgen können. Der von Leverkusen, der fängt hier bei Paris Saint-Germain an mit einem 5:3. Dann gewinnen sie 4:3 gegen Lyon und dann 3:2 gegen Man U. Somit kommt dieses Finale zustande. Europa League geht an Milan gegen Tottenham. Wir gucken noch in die Conference League, da schlägt Leicester den FC Villarreal. Und wir gucken ganz kurz auf den Crocky Cup, der geht an Brücke. Endstation war für uns direkt am Anfang 4:2 bei Standard Lüttich, aber dafür sollten wir die Liga wiedergeholt haben. Genau so ist es. Also, die Titelsammlung ging weiter und könnte jetzt ein Ende nehmen mit dem Gewinn der
Champions League und folgender Mannschaft mittlerweile. Estadio do SL Benfica. Die Heimspielstätte also von Benfica Lissabon ist heute die Spielstätte des Champions League Finals für uns in der sechsten Saison. Leverkusen trifft also auf Union Saint-Gilloise. Ich hoffe, wie gesagt, dass es richtig ausgesprochen ist. Wir komplett in Weiß, die Werkstätten natürlich traditionell in Vereinsfarben Schwarz und Rot. Ich freue mich auf dieses Spiel und alle wichtigen Dinge, alle Highlights, inklusive Tore, gibt's für euch natürlich jetzt. Ecke von Leverkusen, ihr habt gerade vielleicht noch die Entstehung so ein Stück weit mitbekommen und dann geht's schnell in die andere Richtung. Dann haben wir Youssoufa Moukoko und den ersten Abschluss. Auf der anderen Seite muss also der Keeper der Werkself das erste Mal ran. War dann aber, glaube ich, keine allzu schwierige Aufgabe. Der erste Eckball könnte gefährlicher werden. Tor! Siebte Minute und wir führen. Der Torschütze ist Broja, wenn ich es richtig sehe. Der Mann mit der Nummer 10. Aktuell sorgt er ja bei Southampton für eine überragende Spielzeit. Für ihn persönlich. Aber er gehört dem FC Chelsea. Hier gehört er uns, weil er das Ding hier wunderschön ins lange Eck reinköpft. Keine Chance für Leverkusens Nummer 1. Und das ist Armando Broja in der siebten Minute mit seinem fünften Champions-League-Tor. Und das natürlich mit dem wichtigsten. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Die nächste Chance, das ist wieder mit Broja. Und dann das aber im letzten Moment auch nochmal geklärt von der Verteidigerin. Leverkusen kommt ein bisschen besser ins Spiel. Wir verlagern uns eigentlich schon mehr auf die Verteidigung und wollen dann schnell umschalten. Das gelang uns gerade ganz gut durch Navarro. In der Mitte war dann Broja. Leverkusen konnte aber verteidigen. Nichtsdestotrotz, es ist ein offenes Spiel. Also es ist jetzt nicht so, dass Leverkusen nicht mitspielt. Aber genau diese Situation könnten der Werkself natürlich teuer zu stehen kommen. Aber sie arbeiten da mannschaftsdienlich. Aktuell noch richtig gut im Rückwärtsgang. Jetzt klingelt es auf der anderen Seite. Leverkusen 1-1. Ich war kurz unaufmerksam, weshalb ich auch leider nicht kommentiert habe, aber ihr seht es jetzt nochmal in der Wiederholung. Es ist Kulusevski hier. Ja, schön gespielt und dann kommt der Ball hier öffnen. Schön hier in den Rückraum und dann ab in die Mitte und keiner von uns kommt dran und dann steht es 1-1 und Leverkusen ist zurück und plötzlich ist das Spiel wieder absolut ausgeglichen. Jetzt Chiesa vielleicht mit der Flanke und mit der eventuell nächsten Möglichkeit. Nico Williams, jetzt werden wir selber eingeladen. Leverkusen bereitet vor. 25. Minute und wieder ist es Broja. Der Mann könnte also zum entscheidenden Faktor heute werden in diesem Champions-League-Finale. Union Foundation ist sogar der Trikotsponsor. Feier ich. Geile Trikots. Union Saint-Gilloise geht also mit 2-1 in Führung. Hier, weil wir nachsitzen, weil wir dranbleiben und weil wir das Glück haben, es ist doch kein Leverkusener. Die Vorarbeit kommt von Navarro, aber zuvor der Zweikampf Williams gegen, ich weiß es nicht, wurde der Ball auf jeden Fall von einem Leverkusener zu uns gespielt. Sonst wäre das Ding eigentlich schon ganz geklärt. Und so haben wir halt das nötige Glück jetzt auf unserer Seite und sind wieder mal in Führung. In einem richtig geilen Finale bis hierhin. Wieder ist Broja vorne mit von der Partie. Die Flanke soll in den Rückraum, da kommt sie perfekt hin. Und dann volles Risiko, Rovella, da hat nicht viel gefehlt. Wow, das ist jetzt richtig gut gespielt. Aber auch wieder Leverkusen vorne. Da muss auch jedes Mal Dayot Upamecano ran. Das hier ist ein Handspiel von uns wohl oder ein Foul. Es gibt Freistoß, 23 Meter Torentfernung. Badi nimmt sich also das Ding über die Mauer rein. Das ist natürlich der Plan, der geht nicht ganz auf. Trotzdem ist das Ding nicht ungefährlich. Wieder stark gespielt Leverkusen und da ist unsere Nummer 1 da. Und willkommen in der zweiten Halbzeit. Das ist hier jetzt der Hallo-Wach-Effekt, würde ich mal behaupten. Oben Nico Williams, der hat ja so viel Tempo, der muss eigentlich nur auf die Reise geschickt werden. Arambari ist aber mit dabei, das ist Nico Williams, der macht's riesig, der macht's richtig gut. Und dann ist der nächste Abschluss da, ist dann aber auch geblockt. Es ist zum einen eine Partie, die man durchgehen könnte, laufen lassen. Also man könnte so viel kommentieren, aber ich muss mich halt aufs Wesentliche beschränken und dementsprechend sind es dann halt wirklich auch nur die ganz großen Dinger. Jetzt kommt Nico Williams erneut und die nächste Chance, das ist Navarro. Und dann ist er im letzten Moment noch geblockt. Moukoko will damit ran. Ist dann faul, sagt der Schiedsrichter. Aber ich denke, keine Karte wert. Somit in der 65. Minute gibt es jetzt die ersten Wechsel auf seitens der Werkself. Und ja, 65 Minuten sind gespielt. Wir führen noch und somit ist alles noch im grünen Bereich. Aber es kann jederzeit alles passieren. Da wir es aber natürlich eigentlich nicht dem Zufall überlassen wollen, wollen wir jetzt nach vorne. Wir wollen unser Offensivspiel spielen und wollen im besten Fall das 3-1 erzielen. Ob uns das jetzt dann gelingt? Ich hoffe doch, denn wir könnten uns natürlich auch verausgaben mit so viel Tempo nach vorne wieder. Broja! Und da fehlt nicht viel. Jetzt wieder Leverkusen. Die spielen es ganz gut im 16er. Volles Risiko. Ist aber gut gegangen. Und dann ab in die andere Richtung. Eigentlich hat keiner eine Chance gegen Nico Williams in Sachen Tempo. Vorne ist Broja. In der Mitte eigentlich auch Youssoufa Moukoko, wenn der Ball denn kommen würde. Ist aber wieder abgefälscht. Und somit hat Leverkusen vielleicht wieder die Chance. Oder halt auch eben nicht. Gut, das ist dann abseits. Wäre aber trotzdem richtig gut gespielt gewesen. 14, 15 Minuten noch dazu. Noch Nachspielzeit. Leverkusen hat jetzt Druck. Jetzt vielleicht Moukoko mit der Vorentscheidung. Livakovic ist aber da.
Vorarbeit von Joe, der kam jetzt übrigens neu ins Spiel. Wir haben auch auf Außen Chiesa rausgenommen und haben dafür einen Matcher gebracht. Und das ist wieder Navarro, 82. Minute. Unser Plan geht aktuell ganz gut auf. Wir halten Leverkusen weit weg vom eigenen Tor, weil wir halt in der Offensive sehr agil sind und die nächste Möglichkeit verzeichnen können. Aber solange wir das nicht machen, ist auch für Leverkusen die Hoffnung noch immer völlig berechtigt da. Jetzt Navarro auf Joe und er soll es mal vom außerhalb des 16ers probieren. Leverkusen aber nur noch hinten drin. Da kommt gar nichts mehr. Nach vorne ist das jetzt so schwach und wir probieren es erneut. Ja, da ist wieder Livakovic jetzt hier, der eigentlich geprüft wird. Dauerhaft Williams bei der Ecke, die wieder gut kommt und der Ball knapp am Tor vorbei. War, glaube ich, noch ein bisschen abgefälscht, aber wohl dann doch wir, ja, die zuletzt am Ball gewesen sind. Die 90. Spielminute ist jetzt dann abgelaufen. 3 Minuten gibt es obendrauf. Und Leverkusen, die machen sich hier keinen Gefallen mit solchen langen Bällen, weil die können wir die ganze Zeit richtig gut verarbeiten. Jetzt haben wir die weitere Möglichkeit. Navarro verliert ihn, war dann aber ein Foul. Und somit ist es jetzt eigentlich offiziell. Wenn wir die Zeit runterspielen können oder noch eins machen, und das ist nicht der Fall, dann war's das. Es ist jetzt gleich die 3. Minute, die gleich abgelaufen ist. Williams wieder bei der Ecke. Wieder kommt die nicht ganz ungefährlich. Das Ding aber ist geklärt, ist im Nirgendwo. Und Metscher kann es rausballern. Der Schiedsrichter pfeift ab und Sanke gewinnt gegen Leverkusen das Champions-League-Finale in Saison Nummer 6 und sichert sich damit offiziell jetzt den Champions-League-Titel. Hier ist dann also Dardai als Kapitän, einer der ersten Neuzugänge. Er kam direkt in der allerersten Transferphase für uns als Trainer in der Amtszeit hier bei Union und das ist der Henkelpott. Wir holen die Champions-League und das völlig verdient. Wir haben es geschafft, es hat lange gedauert, wir waren aber geduldig und haben uns das dann absolut gerechtfertigt auch hier geholt. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.